eine Schweizer Premiere. Hier steht er, der Ford Nugget. Nugget Trail. Nugget Trail. Hallo Esther. Genau. Hallo. Long time no see, oder? Das stimmt. Und dann doch auf der kleinen Messe in der Schweiz wieder getroffen. Naja, klein ist anders. Also ich finde ich liebe diese Messe, muss ich sagen, weil sie anders wie in Düsseldorf kannst du in 5 Tagen alles sehen. In Düsseldorf schaffst du selbst in 10 Tagen das nicht, ja. Ja, genau. Das ist einfach viel zu viel. Und die Schweizer, ihr habt eine sehr komfortable Situation. Ihr habt dank der Prozesse könnt ihr recht gut liefern, weil es kommt ja demnächst ein neues Modell, muss man fairerweise sagen. Eine Produktion mit einem anderen Hersteller, die, ich sag mal, auf die man wartet. Aber das Auto hier, das ist bei euch ein echter Hotseller. Das heißt, der Transit, das ist ein ausgereiftes Nutzfahrzeug mit richtig Anhängelast, mit echten Nutzfahrzeuggenen. Das heißt, also allein die Serviceintervalle sind wie... Ah, jetzt habe ich dich, ist er, oder? Ist nicht schlimm. So, es geht hier um den Campingausbau. Deswegen bist du da. Du bist die Spezialistin für die Produktion von solchen Sachen, Camping und Co., oder? Ja, mittlerweile ein bisschen die Seiten gewechselt, also nicht mehr nur die Freizeitfahrzeuge, so wie es früher in Deutschland war, sondern allgemein die DOCH-Koordination, Produktmarketing, Nutzfahrzeuge als Schnittstelle zu den Kollegen zwischen Köln und der Schweiz. Ja, DACH bedeutet was für alle Leute, die das nicht wissen? Deutschland, Österreich, Schweiz. DACH, da ist es. In den vergangenen Jahren Ford intern ein bisschen anders aufgestellt und da ein bisschen umstrukturiert. Er hat ganz viele Extras. Also ich sehe jetzt mal so Sachen, wo ich jetzt auch sagen würde, das ist nicht Serie. Wie zum Beispiel solche Spurverbreiterungen an der Seite. Oder liege ich falsch? Es ist auch vieles Optik, also ein bisschen mehr Schein als Sein. Aber so die Richtung, in die du jetzt gerade schaust, da hast du schon einige Highlights direkt im Blick. Wir haben vorne den schwarzen, markanten Ford-Kühlergrill. Dann haben wir eben die von dir angesprochenen kontrastfarbigen Teile im unteren Bereich des Fahrzeugs, die Radhausverbreiterung, die 16 Zoll schwarzen Aluminiumräder und immer das Aufstelldach, was in der Kontrastfarbe schwarz lackiert dann eben kommt. Ja, wichtig bei den Fahrzeugen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, also ihr habt wirklich, ihr seid Angstgegner von vielen anderen Fahrzeugen. Die Größe des Fahrzeuges ist viel größer als bei anderen Bussen. Also man muss fairerweise sagen, ich habe mal selbst einen T6 gefahren, wenn du da reingehst. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also gerade gegenüber Volkswagen, er ist breiter, er ist einfach kastiger. Du kannst damit einfach viel besser ein Reisemobil bauen. Ja, genau, also er ist zum einen eben das breiteste Fahrzeug in seiner Klasse, was eben die breitesten Liegeflächen dann ermöglicht. Und was das Aufstelldach nachher dann betrifft, da hat er den Vorteil, dass er relativ gerade nach oben geht. Was ganz toll ist, ist die Alltagsnutzbarkeit, gerade in der Schweiz. Länge vom Fahrzeug? In der Variante Plus, so wie er hier steht, 5,34 Meter. Gut, das ist in der Schweiz überhaupt kein Problem, weil alle Parkplätze 6 Meter lang sind. Genau. Das ist komfortabel, in Deutschland nicht so, aber im Alltag kannst du das Auto wirklich benutzen, oder? Ja, genau, das stimmt. Rot steht ihm gut? Rot steht ihm insbesondere in der Kombination mit Schwarz total gut. Und was eben eine weitere Besonderheit jetzt bei dem Trail ist, dass wir eine zweite Schiebetür haben auf der anderen Seite, was der bisherige Nugget nicht hatte. Und deswegen ist der Tisch dann eben auch nicht mehr an der Fahrzeugseite befestigt, sondern unten am Boden. Ja, das ist ein richtiges Arbeitstier. Wie viele Leute dürfen denn da mitfahren bei der maximalen Bestuhlung? Sitzplätze 5, Schlafplätze angegeben mit 4. Wenn man natürlich mit Kindern unterwegs ist, sind dann da auch andere Varianten denkbar. Ja, die Leute fassen das an. So eine Messe ist harter Tobak für die Ausstattung. Ist denn schon viel kaputt gegangen? Oder Nein, ist das bis jetzt robust? Noch gar nichts. Gar nichts. Das ist nicht normal, denn ich habe viele abgerissene Knöpfe und was weiß ich und die legen hier richtig Hand an, die Leute, oder? Ja, nee, das geht bei uns bislang. Ja, tolles Detail. Wir haben ein längeres Fahrzeug, ist das Klo. Das ist eine Chemietoilette, die man kennt von Tedford und die hat richtig Volumen. Das heißt, die Family kann 3, 4, 5 Tage autark fahren. Gerade kleine Kinder, das kennst du selber, oder? Man muss mal dringen und so. Wenn du hier zumachst, ja, dann hast du deine eigene Toilette. Genau. Dafür haben wir hier vorne an der Seite einen Vorhang, den wir rausziehen können, damit man eben zumindest ein gewisses Mindestmaß an Privatsphäre dann auch hat. Wir haben die Toilette und auf der Seite links dann oben noch das Waschbecken, was wir runterklappen können, damit man eben dann wirklich den Hygienebereich von dem Kochbereich getrennt hat. Es ist unglaublich umlagert, das Fahrzeug. Wir werden uns das gleich mal freischaufeln.
für eine Minute. Hier vorne sieht man den Auszug der Kassette. Auch der ist optimal angeordnet, auf der richtigen Höhe, muss man sagen. Du bist nicht gerade die Größte. Wie groß sind wir denn heute? 1,56 Meter. 1,56 Meter. Trotzdem, das Fahrzeug lässt sich gut bedienen. Du kommst überall dran, oder? Ja, das geht. Das ist so. So, ich zeige mal gerade was ganz Tolles. Das ist dieses Aufstelldach. Gerade dieses Fahrzeug hier ist im Alltag extrem gut zu bedienen. Das bedeutet, ich mache das Dach zu, komme dann zwar nicht mehr in jede Tiefgarage, aber die Höhe? 2,09 Meter mit Markise. Okay, das heißt, in dem Frankfurter Flughafen wird es gerade noch so gehen. 2,10 sind da. Genau. Du weißt das? Ja. Hier ist die zweite Tür. Das ist der, Wassereinlass, das Volumen vom Wasser. Was kann der? 42 Liter. Das ist viel, also für die Klasse. Meistens nur 20 oder 10. Dann hast du hier diese Trittstufe, die sehr praktisch ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Zeig mal bitte. Also, das ist die Tür, die es vorher nicht gab. Dann hast du hier die Trittstufe, eine ganz große Sitzbank. Gerade für die kleineren Kids und so weiter ist die Trittstufe natürlich toll. Ja, genau. Die ist automatisch verriegelt, die Tür. Das heißt, die kann man jetzt so, die würde jetzt nicht von alleine zufallen, oder? Genau. Okay. Ja, ihr habt ein Schienensystem. Genau, Schienensystem, auf dem wir die Sitzbank eben flexibel verschieben können und was dann eben auch nachher dann notwendig ist, um das untere Bett parat zu machen für die Nacht. Und Besonderheit jetzt hier eben bei dem Trail, wir haben Ledersitzbezüge und eben die notwendige Veränderung am Konzept, dass wir den Tisch jetzt nicht mehr an der Tür haben, weil es ja eben geöffnet werden muss, sondern den Tisch dann am Boden vor der Sitzbank dann befestigen können. So, schlag mal ein bitte. Mal gucken. Siehst du, hast nämlich jetzt die Stufe verwendet. Ja. So, bitte mal durchrutschen, kleines bisschen, dann komme ich mal zu dir, dass wir das Ganze sehen. Dann allein hier das Raumvolumen, was du hier drin hast, bei dem geöffneten Dach. Wenn es sehr kalt wird, ich kann auch nur unten schlafen, oder? Es kommt natürlich so ein bisschen auf das eigene Wohlbefinden an. Ich meine, wir haben die serienmäßige Standheizung dabei, die du natürlich auch in der Nacht laufen lassen kannst. Okay. Es gibt aber immer mehr Zubehörhersteller, die auch sogenannte Mützen oder Thermoschals für das Aufstelldach anbieten, sodass du halt eben eine bessere Isolierung des Aufstelldaches hast und dass der Stoff auch vor Feuchtigkeit geschützt wird. Was ist hier für eine Heizung drin? Es ist eine dieselbetriebene Standheizung. Und die dann jetzt auch mit dem neuen Display, was wir über dem Kleiderschrank montiert haben, um einiges leichter bedient werden kann. Ja, das Dach ist eine Sensation, denn es öffnet sich nicht nur so einfach so, sondern bietet auch hier in diesem Bereich eine Erhöhung. Wo normale Dächer ja hier anfangen, habt ihr einen speziellen Mechanismus. Es hebt sich sogar vorne, hinten dann nochmal und es ist extrem leicht zu bedienen. Auf das Auto hat der Markt schon ein bisschen gewartet, oder? Schon. Also gerade mit den zwei Schiebetüren, es kommt extrem gut an, weil es halt eben nicht nur eine neue Ausstattungsvariante ist, wo es um andere Sitzbezüge oder andere Möbeloberflächen geht, sondern halt mit den zwei Schiebetüren wirklich einzigartig für den Nugget ist. Du fährst das Auto extrem sparsam. Neue Motoren, EcoBoost, 2 Liter nehme ich an. EcoBlue, 2 Liter Diesel. EcoBlue mit drin. Ja. Sehr sparsam, muss man sagen. Das Auto wiegt ja ein bisschen was. Was wiegt der? Das kommt dann natürlich wieder auf die Ausstattungsvariante drauf an oder ob wir jetzt über den kurzen oder langen Radstand sprechen. Aber es ist gewichtstechnisch auf jeden Fall genug Spielraum für Mitfahrer und Gepäck. So, das wäre jetzt der Alltag. Hier sieht man die Bank. Die kann man umbauen. Zeig mal. Da lacht sie. Erst muss der Tisch raus, oder? Genau. Wir hatten nämlich letztes Mal verletzt. Das tut mir noch so leid vor 2 Jahren. Da ist ja irgendein Fingernagel eingerissen. Aber jetzt bist du ja schon hier Profi. Ja. Einmal drehen. Die Frage der, ach so, das ist ein Bajonett. Das heißt, ich muss ihn nicht abdrehen. Genau. Und der findet wo Platz dann? Je nachdem, wo es eben am besten dann untergebracht werden kann. Also während der Fahrt beispielsweise dann in dem Bereich unter der Spüle. So, und dann? Dann, im Prinzip wie gehabt, einmal die Sitzbank nach vorne. Das ist live. Sie hat sich schon gefreut, als ich gesagt habe, mach mal. Aber das ist ja jetzt kein Ausstellungsfahrzeug, das funktioniert tatsächlich, oder? Genau, es ist der erste Prototyp. Der erste Prototyp. Ja. So, das ist die Bank. Und das ist die Verlängerung. Ja. Och, Esther, der ist doch toll hier unten. Ja. Es ist richtig cozy. Genau.
Jetzt hast du sogar noch was ganz Tolles gemacht, das würde mir schon genügen. Man müsste normal die Sitze ganz zurück machen, dann wäre es gerade. Aber wenn du dich mal gerade drauflegst, mach mal bitte. Echt, das ist ein Prototyp? Ja. Da haben wir den ja komplett geschossen. Und der stand nicht in... Doch, in Düsseldorf. Düsseldorf stand er auch, so. Jetzt bist du handlich 1,60 Meter, sage ich jetzt mal. Geht aber auch, weil keiner schläft da so ganz gerade. Dann kann man ja auch zur anderen Seite schlafen, wenn man mutig ist. Kann das als Verlängerung nutzen. Aber hier wären die Kinder. So richtig viel Platz habe ich denn oben, oder? Ja, genau. Oben haben wir 1,38 Meter mal 2 Meter. So, das sieht man hier. Kann ich diesen Platz auch nutzen eigentlich als Stauraum? Ja, klar. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht den Nugget Plus haben, sondern mit dem kurzen Radstand und dementsprechend weniger Stauraum hinten haben, kann man in diesem Fach beispielsweise auch die Campingstühle während der Fahrt verstauen. Okay. Die Sitzbank ist multifunktionell. Man kann sie, glaube ich, auch in die andere Richtung stellen. Zeig mir das mal bitte. Das ist, wenn man jetzt lümmeln möchte, kann man das hier hochstellen und hat dann so eine Art Tagesposition. Das finde ich total klasse. Und sie ist... Eigentlich ist das hier schon allein, die Sitzbank ist schon Hightech, die ihr da entwickelt habt. So, das ist die Position. Habe ich da Stauraum eigentlich nochmal drunter unter der Bank? Genau, genau. Also sag ich mal. Kann auch aufklappen. Wow, richtig viel. Und es ist natürlich auch gesichert, ja. Das heißt, da kann nichts rausfallen, ja, wenn irgendwas ist. So, und dann ist drin. So, das war jetzt erstmal die Bank. Bank wird zu Bett. Jetzt gehen wir mal kurz nach hinten. Du bleibst mal drin. Ich guck mal gerade rein, dass wir mal reinsteigen. Das war die Toilette, die wir eben gesehen haben. Hier vorne haben wir noch ein Staufach. Mal gucken, was das kann. Das ist ein allgemeines Staufach. Genau. Fällt für den Nugget Plus eben aufgrund der Toilette ein bisschen kleiner aus als für den Nugget mit dem Hochdach und dem kürzeren Radstand. Ne? Duschen draußen? Genau. Hier an der Seite ist der Anschluss für die Außendusche. Ist dann serienmäßig auch mit dabei, mit dem Schlauch und dem Noppen, den man dann oben an der an dem Heckfenster befestigen kann. So, hier ist tatsächlich ein Waschbecken, oder? Ein kleines. Ja. Phänomenal. Mit, jetzt könnte man sich ja fragen, jetzt mal, liebe Esther, ihr habt ja jetzt, das ist das einzige Waschbecken, oder gibt es noch eins? Es gibt noch die Spüle. Gibt noch eins. Warum habt ihr das getrennt? Weil die Leute, sind die so etepetete, dass sie sagen... Die Befürchtung ist da gewesen, dass man gesagt hat, okay, ich möchte mir nach der Toilette nicht dort die Hände waschen, wo sonst das Essen zubereitet wird. Das Waschbecken in dem Hygienebereich kann man hochklappen. Das heißt, derjenige, der es nicht braucht, dem tut es nicht weh. Also den stört es im Alltag nicht, aber die Kunden, die es halt eben gerne gehabt hätten, die würden es schmerzlich vermissen, wenn es nicht da wäre. Aha, so, das nehme ich jetzt mal so zur Kenntnis. Ihr würdet das ja auch nicht ohne Grund machen, das kostet ja richtig Geld hier so ein Teil, das zu entwickeln. Das heißt, die Leute nutzen das auch, oder? Ja. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Flugzeug, muss man sagen, oder? Sehr schön. Zeig mal hier vorne, was ist hier noch möglich? Da sind noch kleinere Staufächer, wo man dann das Zubehör unterbringen kann. Genauso auch hier unten mit dem Einlegeboden, damit man es entsprechend nutzen kann. Dann haben wir hier unten auch den Zugang zu der Wasserversorgung, um beispielsweise den Tank zu entleeren. Okay. Kühlschrankelektronik, den Kühlschrank haben wir hier oben. Ich guck mal rein in den Kompressorkühlschrank. Genau. Der richtig ordentlich funktioniert. Ja. So, dann kommt es noch besser. Man kann sogar drin kochen. Du bist ja so eine alte Kochmaus. Liebst ein Kochfeld mit zwei großen Plätzen. Ja. Ja, genau. Weißt du, was mir gefällt? Also ich habe ja jetzt nicht gesagt, einfach hier, kochen bedeutet ja auch vorbereiten, schnippeln und so weiter, Gemüse. Du liebst Gemüse? Absolut. Ja, und dann hat man hier den Deckel hier, man hat richtig Platz. Ich zeig dich mal, du gehst hier in dem Auto komplett verloren, ja, mit deinen 1,60 Meter, denn du hast eine Stehhöhe von gefühlten 3 Metern. Ja. Die sich nach vorne ein bisschen verjüngt. Wenn du mal gerade nach vorne durchgehst, du kannst tatsächlich mit deiner Größe komplett bis vorne stehend durchgehen, oder? Ja. Das ist krass, oder? Was mir gefällt an dem Kochfeld ist, normalerweise hast du ja bei diesen Campern immer keinen Platz für große Töpfe. Ja. Das ist hier kein Problem, ja? Genau, das stimmt. So, wir haben eine Dieselheizung. Die Gasflasche, wie groß ist die? 2,8 Kilo. Hält ewig, muss man sagen. Ist das jetzt eine Kartusche oder eine Flasche? Das ist eine Flasche. Flasche. Ja. So, guck mal hier. Waschbecken. Das ist das Waschbecken, wo ich nicht die Hände waschen darf nach dem Toilettengang. Genau. Da habe ich noch eine winzig kleine Schublade, wahrscheinlich Besteck. Ja.
So, und jetzt kommen wir mal auf die rechte Seite. Dometic, das habt ihr damals, glaube ich, noch nicht gehabt, das Bedienfeld, oder? Nee, genau. Das ist jetzt auch relativ neu in die Produktion mit eingeflossen. Es ersetzt das bisherige Bedienfeld, was vorne im Fahrzeug untergebracht gewesen ist. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist das natürlich deutlich mehr 2021 als alles vorherige. Man hat aber von der Funktionalität ist es gleich. Man sieht den Batterieladestatus, wie viel Frischwasser ist im Fahrzeug, zu wie viel Prozent ist der Grauwassertank gefüllt. Die Temperatur der Kühlbox lässt sich hierüber einstellen. Genauso wie dann die Temperatur im Fahrzeug mit der... Ach so, es geht alles über ein Display. Mhm, genau. Ja, ich habe dasselbe Bedienfeld, muss fairerweise sagen, in einem Kabel. Da ist es noch ein bisschen älter. Das sieht ja richtig schön aus. Ja. Es reagiert auch sehr schnell, muss man sagen. Also du hast überhaupt kein Delay. Ja, genau. Ziemlich cool. Aber du hast eben einen tollen Satz gesagt, das sieht mehr 2021 aus. Ja, genau, als die vorherige Variante, die ja doch relativ klein und... etwas mehr einlesen erfordert. So, jetzt bin ich mal gespannt. 1 Meter und knapp 60. Da oben ist das Hubbett, was da ist. Zeig mal bitte, wie du das entriegelst. Ja. So, sie zieht die Schuhe aus, geht auf die Leiter. Genau. Ich hatte eben, da hatte ich einen Verkäufer, der war 2,05 Meter. Mhm. Und der hat tatsächlich den X150 vorgeführt von Challenger. Und der konnte nur an einer Stelle im Fahrzeug überhaupt stehen, ja. Das hat mir so leid getan. Du hast es viel einfacher. Alles hat Vor- und Nachteile im Leben. Genau, also wenn wir das Dach offen haben, dann kann das Bett rechts und links mit diesen schwarzen Laschen eben fixiert werden, ja. Damit wir die Kopffreiheit haben, wenn wir unten am Tisch sitzen. Das hakt man dann einmal hier aus. Okay. Lässt es dann halt an der Stelle runter und zieht dann einmal kräftig dran, damit es dann entsprechend auf den Schienen gesichert ist. Du bist ja ganz schön rabiat, wenn du willst, muss ich sagen. Aber ist ein leichter Zug gewesen, oder? So, hier vorne sieht man auch schön ein Folie-System. Ja. Teller, Folie-Matratze drunter, drauf, ja. Rausfallschutz ist mit drin. Genau. So, dann das Schöne ist, das Dach geht nach hinten auf. Das heißt, du hast die Heckküche dann offen und ja. Sollte es jemals, was ihr noch nie hattet, versehentlich aufgehen, es kann gar nicht aufgehen, weil der Fahrtwind, du müsst schon rückwärts fahren. Das gut, stimmt. Ziemlich cool. Ja, wenn du das hochdrückst, zeig mal. Ach, du kannst es so hoch? Ja. Du musst nicht dann nach hinten gehen oder so? Das würde so stehen bleiben oder muss es eingehangen werden? Es muss jetzt rechts und links dann wieder entsprechend gesichert werden, aber dann ist das auch schon wieder erledigt. So, ja, schön. Mach mal. Nicht, dass der nächste Schweizer kommt. Die Schweizer übrigens sind ein Völkchen, was gerne, sehr, sehr gerne Dachzeltcamping macht. Und das hier ist ja so ein bisschen vom Feeling Dachzeltcamping. Mhm. Kommt sehr entgegen. Nachfrage, wir haben es eben gesehen, gigantisch, oder? Ja, das auf jeden Fall, doch. Ja, Preis von dem Hobel? Müssen wir draußen schauen. Müssen wir gleich mal schauen, ja. Wie gesagt, Schweizer Premiere. Ein Prototyp. Ein Prototyp. Kann man den kaufen jetzt schon auf der Messe? Nein, leider nicht. Nee, wann denn? Die ersten Fahrzeuge werden voraussichtlich rechtzeitig zu der Saison nächstes Jahr im Handel eintreffen. Wir haben einige von unseren Nugget-Stützpunkten, die Fahrzeuge bereits im Vorlauf haben. Und Verfügbarkeit dann hoffentlich, wenn alles gut geht, wie geplant, ab Mai. Ab Mai 2022. Ja. Genau. Komm, Esther, wir machen die Abmoderation. Das ist jetzt das dritte Mal, dass du die Schuhe anziehst. Aber du hältst dich wenigstens dran, weil ganz viele beschweren sich immer nicht mit den Schuhen. Übrigens, wenn ihr das seht, die Steckdosen, das ist so eine Art internationale Version. Genau. Die passt irgendwie auf alles. Ja. Wahlweise dann, das Fahrzeug wird kommen in Deutschland. Was denkst du? Hoffentlich nächstes Jahr. Hoffentlich nächstes Jahr. Thema Zulieferindustrie, aber in der Schweiz habt ihr es. Auch ein nettes Detail, ihr habt USB-C jetzt Anschlüsse drin. Ja, finde genau. Ich cool. Einmal hier in dem Bereich und auch hier vorne in der Steckdose dann auch mit. Wer hat in Gottes Namen noch USB-B? Aber ich sag mal, Adapter gäbe es auch. 12-Volt-Dosen habe ich gesehen, habt ihr vorne drin. Ja. Und wir gucken uns das gerne mal an. Viel Licht finde ich auch klasse. Ja. Ambientebeleuchtung. Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf den Preis. Komm mal mit. Wir lunzen mal. Schauen wir auf den Preis drauf. Aufstellfenster hier, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Die sind da. Da ist auch die Tönung, die kommt immer so, oder? Genau, also sowohl die Funktionalität des Ausstellens als auch die Tönung serienmäßig immer mit dabei. Oh, das ist übrigens die Standheizung, der Auslass. Da habe ich gesehen, hat Volkswagen witzigerweise so ein Winterpaket mit dem Schlauch jetzt im Originalangebot drin. Okay. Das kann man hier nachrüsten. Das ist so, wenn ich es oben auch warm haben möchte. Cool.
Also mir gefällt's. Es gibt auch ein Automatikgetriebe? Für den Trail jetzt nicht, weil wir bei dem Fahrzeug das mechanische Sperrdifferential serienmäßig haben, was man auch nicht hinten. Vorne. Was man auch nicht abbestellen kann. Und das geht leider eben nicht in Kombination mit dem Automatikgetriebe. Ja, blöd fragen. Das ist ja kein Allradfahrzeug, oder? Nee, genau. So, aber ihr habt vorne eine mechanische Sperre für die Wiese, falls ich da nicht mal runterkomme. Ja, genau. So, Basispreis 75.000 Schweizer Franken. Ist ja schon eine Menge Geld für einen Bus, ja. Aber er kommt trotzdem gut an, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist ein Auto, das wird direkt von Ford gebaut? Oder wie funktioniert das? Es ist vom Prinzip genau das Gleiche. Das heißt, das Basisfahrzeug bauen wir. Dann geht das Fahrzeug zu Westfalia nach Deutschland, Reda Wiedenbrück. Wird dort dann umgebaut und von dort kommt es dann in die Schweiz. Ich kaufe es aber beim Ford-Händler. Ich kaufe es nicht bei Westfalia. Ja. Da ist es. Ja, Schweizer Premiere. Der Ford Transit Custom Nugget Plus Trail. Und das Ganze mit der Esther, dein voller Name? Esther Beckmann. Genau, und du warst mal oder bist immer noch verantwortlich unter anderem für ganz viele Dinge. Denn diese Prototypen zu fahren, wissen die Leute das denn, dass das ein Prototyp ist hier? Dass sie was ganz Besonderes gerade sehen? Wir haben es zumindest dezent auf die Windschutzscheibe draufgeschrieben. Ich zeig's mal gerade. Schweizer Premiere. Da oben steht's drauf. Heute am 1. November 2021. Wir sind auf dem Swiss Caravan Salon. Esther, vielen, vielen Dank für diese tolle Neuheit, die wir haben. Mal gespannt, wie viele man auf den Straßen sehen wird. Tschüss.